Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Aufnahmesession Gedöns-Ding von Minecraft mit mir, dem Geli. Und es gab ein Update vom Spiel und es gibt neue Items und so, die will ich mir holen. Und anscheinend kann man jetzt auch mehr Spieler gehen. Hat sich mit der Steuerung irgendwas geändert? Ich glaube nicht. Vielleicht könnte jetzt auch der Chat mal im Singleplayer funktionieren, wo der Multiplayer fertig ist. Wir haben die Welt 3 und die ist jetzt schon 6 Megabyte groß. Okay. Viel geändert hat sich ja jetzt nicht gerade. Die Wolken hängen mir immer noch hier. Oder kann man mittlerweile Grafik... Nee, Wolken kann man auch nichts machen. Warte mal, aber die Musik schalten wir mal aus. Weil ich habe hier eine Musik von Game selber drinnen. Jetzt ist es in der Version 1.0.11 Alpha. Ja. Und da gab es Sachen und die wollen wir uns holen. Aber dafür müssen wir dann zuerst mal weit laufen vermutlich, weil die hier nicht generiert wurden von Anfang an. Aber abgesehen ist jetzt natürlich Nacht, dementsprechend rüsten wir uns etwas aus mit Essen und ja, gehen einfach mal straight los, würde ich sagen. Aber okay, wir haben keine Steine. Gut, wir gehen einfach so los, dann halt ohne Steine. Die Frage ist nur, wie kommen wir dann jeweils hier wieder zurück? Hilft nur, sich den Weg merken. Ich will eigentlich diesmal nicht durch dieses Tal gehen. Jawohl, wir gehen wieder durchs Tal. Das ist am sichersten, um wieder zurückzukommen, denke ich mal. Ja, mal schauen, wie sich das denn hier so großartig ändert. Oh. Boah, toll. Man sieht original nichts. Man sieht halt auch, dass ich... Okay, hier sind Setzlinge. Das ist interessant. Oh, mir steht ja eine total tolle Haarsträhne ab. Fällt mir gerade auf. Die verstecken wir mal unter meiner Kapuze. Ja, heute mal ohne Pechmusmütze. Das muss auch mal drin sein. Die muss auch irgendwann mal gewaschen werden. Ja. Ich sehe nichts. Okay, die Stelle kommt mir aber bekannt vor. Da war ich beim letzten Ausflug hier hinter auch schon gewesen. Oh, es gibt hier kleinere Seen. Das ist hier schön. Es ist echt toll, dass man hier so viel sieht. Wow, umwerfen. Ich will mehr sehen. Gut, also nein. Ich glaube, wir sollten definitiv eigentlich eher auf den Tag warten, um hier entlang zu laufen. Am großen See einfach direkt drüber. Oh Gott. Ist wieder so ein Sandloch. Wie das, wo wir auch gespawnt sind. Das sind richtig hohe Berge wieder. Wow. Warte mal, ich mache mir hier mal eine Pfeilmarkierung.
erstmal kurz einen kleinen Ruckler. Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat. Ich sehe nichts. Ich glaube, wir gehen da mal hier so hoch. Dann hier oben. Da jetzt durch den Grat durch. Und dann sehen wir schon, was sich dahinter verbirgt. Okay, das. Ich glaube, wir sind was wo neu ist. Das kenne ich nicht. Also, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Pilze. Und große Bäume. Oh, wow. Muss halt immer schauen, dass ich die nächste, also die letzte Fackel wieder sehe. Okay. Das ist quasi mit Brotkrümeln. Es ist zumindest ein schön fließender Übergang. Ich suche eigentlich neue Gefilde. Gott, was ist denn das da drüben schon wieder für ein Berg? Ich bin sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird, meine Suche nach neuen Sachen. Aua. Diese hässlichen. Warte mal. Ich müsste eigentlich auf dem Hügel die Fackel setzen. Nachdem ich ja zumindest immer die grobe Richtung geradeaus weiß. Oh lol, was sind das? Wir sind jetzt schon definitiv in neuen Sachen, aber. Ein Kaktus. Geil. Oh. Wir haben Highscore. Lol. Und da ist das Spiel abgeschmiert. Coole Sache auf jeden Fall. Geil. Mein Launcher. Jau. Hammer. Hallo, es geht weiter. Oh Gott, herrje. Und in welche Richtung ist jetzt unser kleiner Hügel? Mein theoretisch hatten wir nicht viele Sachen dabei. Okay. Wow, sieht das bei Nacht schon mal episch aus. Man sieht leider gar nichts. Gut, es ist gleich Tag. Das heißt, wir laufen jetzt einfach wieder los, einfach um unsere Sachen zu holen. Wir schaffen das schon. Ich finde das. Bestimmt. Da bin ich mir fast sicher. Hem. Aua. Wahnsinn. Aber davon abgesehen, dass dieser Bildschirm aber viel zu dunkel ist für das, was ich hier mache. Bei Nacht rumrennen. Man halt wirklich gar nichts sieht hier. Kann ich das nicht in den Optionen
Nee, warte. Menü, hier wird das. Meine Helligkeit ist bereits auf Dingens. Meine Helligkeit vom Bildschirm ist auf maximal. Ich kann das nicht heller machen. Spiel, bitte füg hinzu, dass man endlich die Helligkeit einstellen kann. Es ist sonst echt furchtbar. Ja, auf jeden Fall, die Burg hat immer noch hässliche Grafikbugs, wenn man dran vorbeirennt. Aber es wird endlich morgen. Okay. Nie bei Nacht rumrennen. Ich bin mit halbem Leben One-Hit von einem Zombie. Das ist hervorragend. Hoppla, ich habe mich irgendwie festgelaufen. Oh mein Gott, ey. Die Wolken sehen immer noch komisch aus. Es wird auch endlich wieder Tag. Schön. Wo kamen die eigentlich her? Ich habe den die ganze Zeit vorher nicht gesehen. Oh lol, eine Kuh. Das ist das erste Mal, dass ich eine Kuh sehe. Am See waren wir rechts rum entlang, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich dachte, wir sind voll lang gelaufen, aber sind wir das eigentlich gar nicht? Zumindest sieht es im Moment so aus, als ob wir das gar nicht sind. Vorne müsste jetzt irgendwo auch schon der Pfeil kommen. Ja, da ist der Pfeil. Da kamen wir dann von dem Hügel da oben. Die Kuh ist mir vorhin gar nicht. Ach, warte, die ist wahrscheinlich gerade eben erst gespawnt. Stirb, ich brauche Leder. Daraus könnte ich mir nämlich gleich dann mal eine Rüstung machen und das einfach mal aufbewahren. Nachdem Tiere ja eh spawnen. Hier hoch. Oh, jemine. Ah, ist ja meine Fackel. Ich soll aber nur den Orientierungsfackel nachlaufen. Und dann kommen wir auch ganz schnell wieder da an, wo wir hergekommen sind. Von draußen. Nee, von dem Ort, wo wir gestorben sind und unsere Sachen noch rumliegen. Okay, da vorne ist jetzt ein Kies. Hier sind auch schon die großen Bäume, das heißt, die müssen jetzt bei uns wahrscheinlich gut auf. Oh Gott, leck. Gut aufpassen, wenn wir pflanzen, damit keine so riesen Bäume rauskommen. Andererseits. Egal. Wer kümmert das denn? Wo sind denn jetzt die Fackeln schon wieder? Ah, warte, wir sind hier unten durch. Da ist eine Kuh. Das ist das Problem, ne? Bei der Nacht spawnen zwar Monster, aber dafür sehe ich bei der Nacht meine Orientierungsfackeln auch. Die ich jetzt zum Beispiel schon nicht mehr sehe. Ist schon klar. Boah. Das ist toll.